Mit einer Schweigeminute begann die Gedenkveranstaltung zum 25. Jahrestag des Schwarzen Januars. Die Botschaft der Republik Aserbaidschan lud am Mittwochabend ins DBB-Forum ein, um gemeinsam der schrecklichen Vorgänge zu gedenken, die sich in der Nacht vom 19. auf den 20. Januar 1990 in Baku ereignet hatten. Die sowjetische Regierung ließ in jener Nacht auf die aserbaidschanische Bevölkerung schießen, die für die Unabhängigkeit ihres Landes demonstrierte. Die 147 Opfer, die damals eigene Leben geopfert haben, haben natürlich das für die Zukunft Aserbaidschans gemacht. Und heute die wirtschaftliche Entwicklung, die politische Stabilität, die Entwicklung des ganzen Landes, natürlich, das alles haben wir erreicht, auch dank dieser Leute, damals sich für eigenes Land geopfert haben. Die Gedenkveranstaltung an die Opfer des Schwarzen Januars bot unter anderem auch Anlass, an aktuelle Probleme Aserbaidschans zu erinnern. Die Okkupation des ein Fünftel des Territoriums Aserbaidschans bleibt noch vorhanden. Fast 1 Million Flüchtlinge und Binnenvertriebene können noch nicht wegen armenische Okkupation, der ein großes Teil unseres Landes zurück in eigene die Häuser und Länder geht. Bei den Begrüßungsansprachen wurde nicht zuletzt an die Verantwortung Deutschlands appelliert, damit Völkerrecht und das Recht auf Unabhängigkeit gewahrt bleiben. Deutschland wird auf der einen Seite sicherlich auch im eigenen Interesse einen Beitrag zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung zwischen den beiden Ländern leisten müssen. Aber ich glaube auch, Deutschland tut gut daran, und das ist auch die Politik der Bundesrepublik, sich in den internationalen Prozess, ob das der Minsker Prozess ist, ob das auch die neue Definition sozusagen der europäischen Nachbarschaftspolitik ist, verstärkt auch mit all seinen Möglichkeiten einzubringen und damit eben auch einen wichtigen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Region eine friedliche und auch wirtschaftlich erfolgreiche Perspektive hat. Ein Gedenkkonzert mit zwei erfolgreichen Musikern aserbaidschanischer Herkunft, die Eröffnung einer Fotoausstellung sowie kulinarische Spezialitäten aus Aserbaidschan trugen schließlich zum Gelingen des Abends bei, an dessen Ende eines klar wurde: Die Opfer des Schwarzen Januars werden niemals vergessen sein. Denn es ist auch ihnen zu verdanken, dass 21 Monate später Aserbaidschan seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion erlangen konnte.